Ja, hallo, ist wieder der Martin mit einem neuen Let's Play Video. Ich möchte einen weiteren Versuch starten, den Franchise Hockey Manager 3 zu zeigen und möchte mit diesem Game, welches ja in dieser aktuellen Version zum ersten Mal die realen NHL-Lizenzen beinhaltet, möchte die Geschichte neu schreiben, das heißt die NHL von Beginn an simulieren. Wie das jetzt genau aussehen soll, möchte ich in diesem ersten Teil der Serie erklären. Das Ganze wird sich nennen NHL Story from the Beginning. Das heißt, wir fangen an mit der Simulation im Jahre 1931-32. Die erste NHL-Saison wurde ja 1917-1918 ausgespielt. Dieses Spiel oder dieser Franchise Hockey Manager 3 gibt mir aber nur die Möglichkeit, ab der Saison 1931-32 zu beginnen. Ich habe eine Bindehautentzündung, möchte ich noch kurz sagen. Das heißt, ich sehe im Moment ein bisschen aus wie ein Fischauge. Sollte eigentlich auch nicht vor dem PC sitzen, aber mir stinklangweilig. Es ist eiskalt draußen, ich sitze in meinem Kellerloch und ich denke, das könnte spaßig werden, die NHL neu zu definieren, neu zu schreiben, die Geschichte neu zu schreiben. Die Teams haben reale Teams der damaligen Ära. Das heißt, man kann in dem Game die realen Spieler natürlich verwenden, da man die Lizenzen ja hat. Das heißt, wir starten 1931-32 mit den realen Kader der damaligen Zeit. Es werden jedes Jahr die realen Rookies importiert. Also das heißt, bei jedem Draft wird es die realen Rookies geben, aber die Rookies können natürlich von anderen Teams gezogen werden. Das heißt, wenn ein Spieler wie, nehmen wir Wayne Gretzky, der irgendwann in den 80er Jahren in die NHL kommt und damals ja in Real Life bei den Edmonton Oilers begonnen hat, kann es sein, dass er hier bei unserem Game eben bei den New York Rangers landet oder wo auch immer. Ich denke, das macht es auch spannender, da wir ja eigentlich ja, die Geschichte neu schreiben wollen. Da greife ich auch hier gleich mal diesen Punkt vor. Die Simulation wird sich anders entwickeln wie im Real Life, da die Spieler eventuell ihre Karriere frühzeitig beenden müssen oder von ihren Teams getradet werden oder eben, wie gerade gesagt, beim Draft von anderen Teams gezogen werden. Es wird nach jedem Video, natürlich nach jeder Saison wird es ein Video geben, wo ungefähr 10 Minuten beinhaltet. Und da werde ich einen Überblick über die aktuelle Saison oder über die abgelaufene Saison bringen. Werde erzählen, was passiert ist, wer gewonnen hat, wer die besten Spieler waren, wer die All-Stars geworden sind, wer die MVPs gewonnen hat, welche neuen Rookies in die Saison gestartet sind. Es wird alles in einem Video passieren. Das heißt, es wird pro Saison ein Video geben und dieses wird 10 Minuten haben. Genau 10 Minuten. Ich werde keine ellenlangen Stories erzählen. Ich habe hier auch eine Uhr mitlaufen. Das heißt, dass auch aktuell ja, ich im Zeitfenster bleibe. Und ja, also 10 Minuten kann jeder investieren. Ich denke, es lohnt sich und es ist ja auch spannend, wie sich die Spieler entwickeln. Gibt es vielleicht Spieler, die im Real Life schwach gespielt haben, aber bei unserer Simulation eine sehr gute Saison haben, eine sehr gute Entwicklung haben? Wir werden sehen. Ja, bis zur Saison 1931-32, also wo wir hier die Simulation beginnen, gab es 12 Champions. 1918 und 1919 sowie 1919 und 1920 wurde kein Champion ausgespielt. Die Rekordgewinner sind die Montreal Canadiens mit 4 Titeln, die Ottawa Senators mit 3 und die Toronto Maple Leafs mit 2 Siegen. Aktueller Champion sind die Montreal Canadiens. Das heißt, wenn wir jetzt dann das erste Jahr simulieren, werden die Montreal Canadiens als Titelverteidiger in die Saison gehen, haben eben ihren vierten Titel geholt. Was es noch zusätzlich geben wird, es wird nach jeder Saison ein Video geben, wo ich nur über die Chicago Blackhawks spreche. Die Chicago Blackhawks sind nun mal mein persönliches Lieblingsteam
in der NHL und sind ein Original Six Team. Das heißt, wir werden hier auch über die genaue Entwicklung der Blackhawks berichten. Das Ganze läuft so, ich bin quasi im Commissioner-Modus. Das heißt, hier gehen wir mal rein. Ich bin im Commissioner-Modus, bin aber zugleich auch General Manager der Chicago Blackhawks. Ich werde aber überhaupt nicht selber ins Spiel eingreifen. Das heißt, bei den Blackhawks wird alles von meinem Assistenten gemacht. Sämtliche Trainings, Trades, Aufstellungen, Taktiken wird alles von meinem Assistenten gemacht. Und das gleiche gilt für die NHL generell. Hier wird alles von meinem oder von einem virtuellen Manager gehandelt. Das heißt, ich bin eigentlich nur der Commissioner. Bevor wir jetzt in die Simulation der ersten Saison gehen, mal einen kurzen Überblick. Hier sehen wir es, wie sich die letzten Jahre entwickelt haben. Das heißt, 1917, 18, damals haben Toronto die Arenas den Titel geholt. 2 Jahre gab es keinen Titel. Dann sehen wir hier die anderen Champions. Aktuell zweimal in Folge die Montreal Canadiens Titelgewinner gewesen. Hier die Übersicht Montreal Canadiens, viermal Champion. Bei den Point Leaders, da haben wir Frank Neighbor. Er ist aktuell mit 374 Punkten der Topspieler, ist 36 Jahre alt, hat aktuell kein Team, das heißt, er ist ein Free Agent, ist auch bereits eben im Herbst seiner Karriere angekommen. Dann haben wir Sy Dennini, der ist bereits zurückgetreten, hat 371 Punkte verbucht bei Ottawa und den Boston Bruins. Und dann haben wir Howie Morenz, der ist noch aktiv bei den Montreal Canadiens, 28 Jahre, 292 Punkte, könnte also sich weiter nach oben schieben. Bei den Toren Dennini 281, Neighbor 257 und Howie Morenz 207. Hier die Assists. Hier die Torhüter 1,79. George Hainsworth von den Montreal Canadiens, auch er noch aktiv, 35 Jahre, hat einen Gegentorschnitt von 1,79. Vor Alec Connell von den Detroit Falcons hat die Mannschaft gewechselt. Bei Ottawa hat er bisher gespielt, ist jetzt in Detroit. Winner, Save Percent, Shootouts, das ist jetzt alles mal noch nicht so interessant. Dann schauen wir noch kurz auf die aktuelle Ligastruktur. Wir haben zwei Teams, wir haben zwei Divisions, die American Division mit den Detroit Falcons, den Chicago Blackhawks, den New York Rangers und den Boston Bruins. Und wir haben die Canadian Division mit den Montreal Maroons, den Montreal Canadiens, den New York Americans und den Toronto Maple Leafs. Und auch noch ganz interessant, die Milestones bei den Spielern, bei den Skatern gibt es da nichts im Moment. Bei den Goalies haben wir folgende Situation. John Ross Roach hat aktuell 354 Spiele absolviert, ihm fehlen noch 46, dann hätte er sein 400. Spiel gemacht. Ist ja 30, könnte also durchaus noch das schaffen. Bei den Siegen haben wir George Hainsworth und ebenso John Ross Roach, die beide 171 bzw. 155 Siege haben. Hainsworth bereits 36. Und bei den Shootouts, da haben wir 75 Shootouts. Da fehlen noch 4 für Hainsworth. Von den Americans Roy Waters fehlen noch 5 zu den 50 Shootouts. Und Lorne Chabot von den Toronto Maple Leafs, dem fehlen noch 6 zu den 50 Shootouts. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Kurz noch die Events, das heißt, die Preseason startet jetzt am 29. Oktober. Es geht weiter mit der Regular Season vom 12. November bis zum 25. März. Dann starten die Playoffs.
Okay, 10 Minuten sind rum. Das erste Video sollte es jetzt gewesen sein. Ja, ich freue mich auf euer Feedback.